Hallo liebe Raumschiff-Kombüsen-ChefInnen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Startmenü unter XFCE und LXQT modernisieren könnt. Ich nutze dazu wie üblich meine eigene Linux-Distribution, die heißt SpaceFun. Die findest du hier auf meiner Webseite spacefun.ch und dann findest du hier unten in diesem Bereich verschiedene Versionen. Heute schauen wir uns einmal diese Version SpaceFun 64-Bit an. Das ist die Standardversion, die siehst du hier auch auf dem Screenshot und die verwendet eben LXQT und außerdem die Variante mit XFCE, die jetzt neu auch verfügbar ist. Wir starten auch gleich als allererstes mal mit der XFCE-Version, denn die siehst du hier auch gerade vor dir. XFCE hat standardmäßig hier oben links in der Ecke dieses Startmenü und das erinnert halt wirklich an Windows 95. Hier hast du einfach deine Kategorien, dort findest du dann die Programme sortiert nach Namen und kannst dir so deine Anwendung starten. Das ist natürlich nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Manche Menschen mögen das trotzdem, weil du halt hier alles wirklich in Ordnung hast. Aber wir wollen uns heute wirklich mal eine moderne Variante davon anschauen. Und unter XFCE heißt die Whisker-Menü und das suchen wir doch gleich mal hier im Terminal. Ich habe hier schon ein Terminal geöffnet und könnte jetzt einfach sagen apt search Whisker. Da gibt es halt einiges hier im Angebot. Hier unten im unteren Bereich sehen wir es aber schon, das ist dieses XFCE4-Whisker-Menü-Plugin. Das installieren wir uns mit dem Befehl sudo apt install XFCE4-Whisker-Menü-Plugin. Da muss ich natürlich jetzt mein Passwort eingeben, um dieses Menü zu installieren. Bei mir unter SpaceFun ist das natürlich schon vorinstalliert. Das heißt, du brauchst da gar nichts mehr zu machen. Bei einer normalen Debian XFCE Variante kann es sein, dass du das noch nachinstallieren musst. Das gilt natürlich auch für andere Linux-Distributionen. Da müsstest du dann den Paketmanager der Distribution zur Wahl nehmen. Hier habe ich dann die Möglichkeit, sobald dieses Plugin installiert worden ist, dieses zu aktivieren und dazu kann ich mit der rechten Maustaste hier oben auf die Leiste klicken, dann wähle ich hier Leisteneinstellung und dann öffnet sich hier eben dieser Punkt. Hier habe ich schon mal einige Einstellungen, die ich vornehmen kann. Hier könnte ich auch die Größe der Leiste etwas anpassen. Ich habe die jetzt hier schon ein bisschen größer gemacht. Ich wähle hier auch immer noch diesen Punkt bei den Symbolen Größe automatisch anpassen. Dann sind die Symbole auch wirklich schön sichtbar. Und hier hinten in dem Bereich sehe ich eben diese Objekte. Die Objekte, das sind die einzelnen Elemente, wie hier zum Beispiel dieses Anwendungsmenü, das klassische XFCE-Anwendungsmenü, aber auch alle weiteren möglichen Elemente. Hier kann ich jetzt über den Punkt hinzufügen in der Suche mal Whisker eingeben und da sehe ich jetzt schon dieses Whisker-Menü. Wenn ich jetzt hier hinzufügen klicke, dann siehst du, dann landet das hier oben rechts in der Ecke und vielleicht willst du das da nicht unbedingt haben. Das heißt, ich nehme das Ganze und schiebe das hier über die Pfeile ganz nach oben. Ich kann natürlich hier oben auch sagen rechte Maustaste und dann hier verschieben und dann kann ich das da auch nochmal hin und her schieben und du siehst, hier ändert sich dann natürlich auch die Reihenfolge entsprechend. Das normale Anwendungsmenü würde ich an dieser Stelle bereits entfernen. Du kannst es natürlich auch noch parallel stehen lassen, bis du dieses Whisker-Menü genauso konfiguriert hast, wie du es haben möchtest. Ich sage jetzt hier bereits entfernen, weil ich möchte natürlich nur ein Startmenü, zwei Startmenü-Möglichkeiten sind dann doch etwas zu viel. Und jetzt könnte ich hier über den Punkt hier dieses Schlosssymbol, dieses Schlüsselsymbol, könnte ich das jetzt konfigurieren. Ich kann aber auch gleich einfach hier rechte Maustaste Eigenschaften sagen und bin an der gleichen Stelle. Das Whisker-Menü ist sehr mächtig. Ich kann einfach mal draufklicken. Das sieht jetzt mal so aus. Ich möchte mir das jetzt ein bisschen umsortieren. Zum Beispiel hätte ich gerne die Suchleiste mal unten. Das könnte ich hier in diesem Bereich einstellen, Sucheingabe unten positionieren. Dann ist die Suche jetzt hier. Also das kannst du für dich so einstellen. Du könntest zum Beispiel auch Befehle beim Sucheintrag positionieren. Dann siehst du jetzt hier, sind jetzt hier die Abmelden-Befehle auch hier unten gelandet. Das finde ich jetzt auch noch ganz praktisch.
und Profil an der Unterseite positionieren. Das mache ich in der Regel auch. Aber das kannst du für dich so einstellen, wie du das möchtest. Kategorien, das sind hier die Favoriten. Ich positioniere die Kategorien gerne links. Das heißt, hier habe ich dann alle meine Kategorien und hier habe ich dann die entsprechenden Einträge. Standardmäßig öffnen sich die Favoriten. Da kann ich dann selber auch neue Favoriten hinzufügen und so ganz schnell halt Anwendungen starten. Jetzt habe ich hier noch die Möglichkeit, zum Beispiel ein anderes Erscheinungsbild einzustellen, zum Beispiel alle Anzeigen, dann sieht das Ganze so aus. Das war die Listenansicht, dann sieht das so aus. Ich mag auch diese Alle-Symbole-Ansicht, dann gibt es auch noch eine Baumansicht. Das musst du wirklich für dich so einstellen. Hier könntest du auch noch sagen, allgemeine Anwendungsnamen, dann steht dann einfach nur E-Mail-Programm, Internet-Navigator. Zum Beispiel, wenn ich einen Computer für meine Mutter einrichte, dann würde ich das so einstellen, weil die findet dann sehr schnell hier entsprechend ihre Programme. Hier hast du auch nochmal die Möglichkeit, die Symbole anzupassen, das Menü in der Breite zu definieren. Das kannst du aber auch jederzeit hier größer oder kleiner ziehen. Im Aussehen hatten wir jetzt schon einiges eingestellt. Hier würde ich jetzt tatsächlich auch nochmal ein anderes Symbol wählen. Ich mag jetzt dieses Symbol nicht so gern. Das passt auch wirklich nicht so gut in das Gesamterscheinungsbild hier rein, finde ich. Und ich habe euch extra für euch hier ein neues Symbol parat gemacht. Das findet ihr hier unter dieser URL. Da teile ich das mit euch. Das packe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung mit rein. Und dort könnt ihr das dann einfach herunterladen. Das wäre jetzt hier und dann siehst du schon das neue Icon. Dann gehe ich hier wieder in die Einstellungen, wähle das einfach aus und kann dann hier Bilddateien wählen und gehe dann in meinen persönlichen Ordner und könnte das jetzt hier auswählen. Ich habe es jetzt noch im Download. Ihr könnt das natürlich auch vorher in ein anderes Verzeichnis wie Bilder reinschieben. Ich wähle das jetzt hier mal aus und dann sieht das Ganze auch natürlich schon viel besser aus. Hier kann ich auch wieder sagen Titel und Symbol, wenn du das möchtest. Dann wird auch noch dieser Name Anwendung angezeigt. Mir reicht in dem Fall Symbol. Ich weiß ja, worum es geht und ich spare mir hier einiges am Platz. Da könnte ich auch nochmal einstellen, was jetzt die Vorgabekategorie ist. Ich kann hier zum Beispiel auch wählen, dass er mir zuletzt verwendete Applikationen anzeigt. Also dann merkt er sich selber, was ich jetzt zuletzt gestartet habe. Da muss ich natürlich erstmal einige Anwendungen starten und dann bauen die sich hier auf. Das kann durchaus auch noch praktisch sein. Also da schau wirklich mal durch. Also geh diese ganzen einzelnen Sachen hier durch. Hier kannst du zum Beispiel auch noch Neustart einblenden, dann wird das hier entsprechend auch noch mit angezeigt. Konfiguriere das wirklich mal genauso, wie das für dich passt. Und dann hast du natürlich hier ein super Startmenü, was halt wirklich praktisch ist. Du kannst hier natürlich auch jederzeit suchen. Ich gebe hier einfach Firefox ein und dann findet er hier auch schon Firefox. Ich kann einfach Enter drücken und dann startet er hier natürlich eine neue Instanz vom Firefox-Browser. Wenn dir das gefällt, dann sag mir auf jeden Fall in den Kommentaren Bescheid und teile mir auch mit, was du vielleicht noch für besondere Einstellungen darin vorgenommen hast. Dann können andere auch davon profitieren. Wir möchten uns das Ganze jetzt aber auch noch für LXQT anschauen. Ich zeige euch das hier auch mal. Dazu wechsle ich jetzt mal auf meine SpaceFun LXQT Installation. Die siehst du jetzt hier und das sieht so aus. Und da hast du standardmäßig eben auch hier dieses klassische Menü mit den normalen Einträgen, auch wieder so Windows 95 mäßig. Und da gibt es eben seit einigen Versionen das sogenannte Fancy-Menü. Das wird hier standardmäßig mit installiert. Das müsstest du jetzt hier nicht extra nachinstallieren. Falls es bei dir jetzt nicht drauf ist, ist entweder deine LXQT-Version zu alt oder es ist in deiner Distribution eventuell anders paketiert worden. Und hier kann ich jetzt auch wieder sagen, Leiste konfigurieren und dann wähle ich hier Bedienelemente. Da ist das normale Anwendungsmenü. Das ist jetzt das, was wir hier sehen, hier unten, dieses Standardanwendungsmenü. Und da wähle ich hier das Plus-Symbol und suche da mal nach Fancy-Anwendungsmenü. Dann sage ich Widget hinzufügen. Dann siehst du auch wieder hier platziert er das wieder ganz unten. Das verschiebe ich jetzt auch wieder hier nach vorne. Auch hier gilt wieder das Gleiche. Du kannst es natürlich auch hier drüber verschieben, Fancy-Anwendungsmenü verschieben. Das ist genau ähnlich wie unter XFCE. Hier sage ich schließen. Hier sage ich auch wieder das Anwendungsmenü möchte ich, das klassische möchte ich nicht mehr haben. Ich will ja keine zwei haben. Und dann bin ich schon fertig damit.
über den Punkt rechte Maustaste Fancy Anwendungsmenü konfigurieren, habe ich hier auch einige Einstellungsmöglichkeiten. Das ist nicht so viel wie zum Beispiel bei XFCE, aber einiges gibt es da zum Beispiel auch. Da könnte ich hier zum Beispiel auch eine Schriftgröße definieren. Hier habe ich auch wieder die Möglichkeit, einen Schaltflächentext hinzuzufügen, das Symbol zu definieren. Und dann kann ich hier auch sagen, Position der Schaltflächenreihen, zum Beispiel, das ist jetzt standardmäßig unten, könnte ich jetzt oben sagen. Dann ist es oben, das mag ich jetzt noch ganz gerne. Und ich mag hier auch wieder die Kategorien natürlich links. Das gefällt mir persönlich deutlich besser. Dann ist das hier schon konfiguriert und dann habe ich hier meine Kategorien und da kann ich auch wieder sagen Firefox und dann rechte Maustaste hinzufügen zu den Favoriten. Und dann sehe ich Firefox hier auch direkt in den Favoriten drin. Über die Einstellung hättest du auch die Möglichkeit, hier einen Tastenkürzel zu definieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel die Windows-Taste nehmen oder irgendeine andere Taste, Alt F2, Super L, das ist die Super, heißt die Windows-Taste, unter Linux heißt Super-Taste. Und dann kann ich das Menü dann eben auch über die Windows-Taste öffnen. Also das geht dann sogar noch schneller und dann kann ich einfach lostippen und sobald die Suche wirklich eindeutig ist, kann ich einfach Enter drücken und dann startet er mir schon diese Applikation. Auf diese Weise bin ich natürlich erstens mal viel schneller als über dieses klassische Anwendungsmenü, habe das Ganze auch sehr, sehr sortiert. Das heißt, ich sehe hier über die Favoriten wirklich die Anwendungen, die ich brauche. Die füge ich mir hier einmal hinzu und ich verwende eigentlich diese Kategorien so gut wie nie. Ich suche dann einfach hier, wenn ich was brauche. Ich will jetzt zum Beispiel den GIMP, den nutze ich ab und zu, aber nicht so oft. Dann gebe ich oben einfach GIMP ein, Enter und dann startet er mir die Applikation bereits. So kannst du dir ganz einfach dein modernes Menü unter XFCE oder LXQT aufbauen und ich bin gespannt auf dein Feedback, ob es dir wirklich mehr bringt. Magst du vielleicht sogar das alte Menü lieber? Das kann ja durchaus auch sein. Menschen haben da unterschiedliche Vorlieben. Teil mir das mit in den Kommentaren, aber gerne auch in unserer Community. Unsere Community findest du hier auf spacefun.ch und dort kannst du ganz einfach auf den Punkt Community klicken und dann findest du hier diesen QR-Code, den kannst du entweder abscannen, dann bist du sofort in Telegram mit dabei oder du klickst hier unten einfach auf den Link. Wir sind natürlich auch über XMPP erreichbar und ganz neu auch über DeltaChat. Zu DeltaChat habe ich ja bereits auch schon ein Video gemacht. Das ist ein ganz toller neuer Messenger, der auf E-Mail basiert und GPG verschlüsselte Nachrichten verschickt. Schau dir das Video unbedingt auch an. Ich freue mich auf deinen Besuch und bis bald. Tschüss!